Da war ja auch nichts mehr. Gehen wir mal nach oben, auf den Dachboden. Dieses Zimmer gehörte einer Puppe namens Mai. Sie hat mir viel über ausländische Städte erzählt. Ein Mädchen namens Lisa hat sich um sie gekümmert. Wenn sich in einer Kiste nichts befindet, dann ist sie unnütz. Würdest du deine Heilkräuter in meine Schublade tun? Ja, Müller legt seine Heilkräuter in die Schublade. Ich bin zufrieden. Nimmst du sie schon wieder raus? Na gut. Ich bin die glücklichste Kiste in der Welt. Na gut. Okay. Also der können wir Heilkräuter geben. Auch nicht schlecht. Gut, also ich habe jetzt hier nichts weiter gefunden, auf dem Dachboden auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt die zweite Treppe runter. Die hier, wir könnten vorher mal kurz speichern. Okay. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Vermutlich wieder im Keller oder so. Was ist das denn für ein Viech? Aua. Okay, wir können es nicht töten, so wie es aussieht. Ich habe den Türschlüssel. Aua. Oh, eine Truhe. Winder erhielt Lichtrüstung. Wir haben die Mystik-Rüstung gerade, der 246. Und die hat 246. Ach, Punkte. Schwache Monster sind keine Gefahr mehr. Cool. Das ist aber ein starkes Monster. Okay, das war irgendwie die falsche Richtung gerade. Okay, dann haben wir das. Sehen wir uns noch ein bisschen um hier. Okay, das war ein Schritt zu weit. Wow. Hey, das war... Okay. Aber. Nee, funktioniert nicht. Also es sind keine Monster. Sollen wohl Fallen sein. Okay, da geht's nicht weiter. So. Da geht's dann da weiter, da geht's da weiter und schon ist alles miteinander verbunden. Das heißt, es geht insgesamt tief. Oh nein. Au, au, au. So, das haben wir fertig. Hier ist nichts. Au, au. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir da unbeschadet drüber sollen. Okay, also für die brauche ich keine Heilkräuter. Hoffe ich.
Aua. Ich dachte, schwache Bosse sind keine Gefahr mehr. So, dann haben wir das auch. Geht's da links eigentlich auch weiter? Links ist auch irgendwas. Sehen wir mal kurz dahin. Okay, da gehen wir später hin. Jetzt machen wir erstmal das hier fertig. Winner befreit deine Puppe. Oh, das ist bestimmt Marie, die Puppe. Oder eine allgemeine Puppe? Okay, das da ist eine Falle. Da müssen wir eigentlich nicht hin. Da müssen wir überhaupt nicht hin, eigentlich. Na gut, dann geht es jetzt aber hier weiter. Kommt her! Noch einer? Aber jetzt. Aua. Okay. Dein blauer Kristall. Ich glaube, ich will nochmal zurück zu diesem blauen Kristall. Nehmen aber vorher vorsichtshalber mal die Heilkräuter. Aua. Ich bewache diese Welt. Bitte nimm dies. Winter Heat Erfahrungspunkte. Nein, ich möchte bleiben. Geschafft. Geschafft. Ha. Und ich habe nur noch drei Lebenspunkte. Von meinen 44. Da geht's nicht weiter. Hier ist irgendwas. Das ist ein Helikopter. Na komm. Cool. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier geht's runter. Ah, oh nein, hier ist irgendwo der Boss. Dann gehen wir jetzt erstmal nochmal rumschauen hier. Sehen wir uns nochmal um. Also wir hatten, glaube ich, nur... Haben wir eigentlich Heilkräuter? Wir haben Heilkräuter noch, okay. Wir hatten, glaube ich, nur die Ding da, die Puppe neu, oder? Ich schaue mich trotzdem noch mal kurz überall um, aber ich glaube, wir hatten nur die Puppe als Puppe neu. Maschinen im Keller riefen das Böse. Sie wurden von Dr. Leo gebaut. Als diese Maschinen anfingen, sich zu bewegen, wurden die Städte zerstört. Tja. Und hier war sonst, glaube ich, auch nichts mehr. Nein. Na gut. Dann schauen wir jetzt, dass wir diesen Boss machen. Wir könnten vorher speichern. Ja, speichern wir.
So, mal sehen, was da jetzt für ein Boss auf uns wartet. Da geht es weiter runter und sonst ist hier nichts. Na gut. Oh, Bossmusik. Der schießt Raketen, das sieht aus wie Blitzcrank. Wow. Wow. Aua. 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 Hä, hey, wir haben ihn besiegt beim ersten Versuch und ich habe nicht mal die Heilkräuter gebraucht. Wunderbefreite Marie, die Puppe. Ich bin Marie. Ich habe einen lila Stein in meiner Tasche. Nimm ihn und rette Dr. Leo. Wie komme ich hier wieder raus? Ah. Ja, was ist jetzt mit der Tür, mit der ich die unsichtbaren Gegner finden kann? Die habe ich irgendwie nicht gefunden. Aber ich habe doch alles gemacht. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Ja. Ich kann mit... Oh! Ah! Wenn ich hier drin stehe, kann ich mit denen reden. Mit der aber nicht. Das ist blöd. Vielleicht im ersten Stock. Auch wenn ich nicht so aussehe, so komme ich auch aus den Wolken, wie du. Lass mich dich begleiten. Die Seele, welches dir es dir ermöglicht, unsichtbare Feinde zu sehen, begleitet dich. Aha! Falsch. Seele der Entdeckung. Die sagt nichts. Das würde ich tatsächlich mal kurz ausprobieren wollen. Ich glaube, hier ist es einfacher. Ja, da sind da rechts gleich welche. Aha. Habe ich schon meinen Kraftanband, oder? Ja. Ah, Mist. Die war, die kriegt man ja nicht mehr. Okay. Hätte mich interessiert, wie die aussehen. Na gut. Aber hey. Jetzt haben wir... vier Seelen. Und es wäre vom Text her und von der Textgröße und von der Boxgröße her noch Platz für eine weitere Seele. Okay, sagt nichts Neues. Niemand kann einen Pakt mit dem Bösen brechen. Die Welt wird nie zum Leben erweckt werden, solange Destra lebt. Dr. Leo muss sich irgendwo in Margrets Schloss befinden. Nimm den Stein aus meiner Tasche und geh zu Margrets Schloss.
Lila Stein, 2 für 5. Wir haben 5 der 6 Steine, die wir brauchen. Nein. Sehr schön. Aber bevor wir nach zu Margarets Schloss gehen, würde ich jetzt erstmal die ganzen alten Welten besuchen. Wir können jetzt nämlich die Starmonster besiegen. Ich hätte erst reisen sollen und dann speichern. Bewegen! Da ist Margarets Schloss. Ah ja. Wir fangen in Greenwood an. Ich glaube, ich war hier, oder? Nein, da war der Magier. Egal, wir speichern hier. Trotzdem nochmal, das hätte ich jetzt fast vergessen. Es ist blau, nicht braun. Okay. Naja. War es dann hier? Ja. Na gut, Leute, aber für heute war es das wieder. Wir haben wieder viel erreicht. Wir haben 2 Steine geholt, 2 Welten geschafft. Eine davon sogar komplett durch, behaupte ich. Und in der nächsten Aufnahme sehen wir nochmal alle alten Welten durch und dass wir auch ja nichts vergessen haben und schauen, dass wir da alle Metallmonster besiegen. Na gut, dann bis morgen, Leute. Ciao!